edle Herrin! Herzlich willkommen zurück bei Witcher 3. Wo es heute auf die Hasenjagd geht. Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin! Edle Herrin! Gib acht, dass es nicht knittert! Vorwärts! Hey! Das ist Seide, pass doch auf! Gib mir das! Nun gut, wir sind aber nicht gerade, wir sind nicht zum Spaß unterwegs. Wir müssen Melton retten. Ich hoffe, das gelingt uns. Oh, eine Minute später und wir müssen schneller, selber retten. Schneller, reise wie der Wind! Zu Hause. Na, die Dame hat's aber drauf. Guck dir das mal an, wie der da vorne, am Abreiten ist. Mach den Weg frei! Mach den Weg frei, sage ich! Ich würde gerne die Aussicht genießen. Leider ist das gerade ein bisschen schwierig. Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller! Wo ist sie hin? Oh. Ach, jetzt kann ich hier nicht mehr schnell reiten. Ernsthaft? Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Melton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Ich mag die Anna Henrietta. Ein Wildsporn. So. Wir brechen die Regeln. Das kann ich gut. Nein, lieber doch hier lang. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. So machen wir es. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Goldener Fisch? Horn des Einhorns? Was? Wie? Was? Wie? Wie soll ich denn das Einhorn fangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Goldener Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Meltons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar? Dann an die Arbeit. Beeilen wir uns. So, suche auf der Lichtung, hol den goldenen Fisch aus dem Teich. Hier geht's runter, wir folgen... Entschuldigung, Anna. War mir eine Freude, mit dir zu reiten. Die ist mir sehr sympathisch, muss ich zugeben. Die ist mir sehr sympathisch. Ganz ruhig, keine Schlägereien. Ja, ja, keine Schlägereien, aber... Ein bisschen... Tripper mit Syphilis, was? Okay, ich hoffe, wir sind hier richtig. So, wir sind zumindest irgendwo am Wasser, in der Nähe des Wassers. Hier ist ein Diener. Oh, hier ist wieder ein JPEG-Eintopf. Wir müssen da hinten hin. Ich glaube, das war jetzt keine gute Idee. Was ist das? Ja, Blutmoos, egal. Hier spielen die Kinder am Strand. Was ist denn hier los? Seht den Leoparden aus dem fernen Serikanien. Ein wildes, blutrünstiges, gnadenloses Raubtier. Schönheit und Anmut in ihrer mörderischen Form. Was soll ich sagen? Unvergleichlich. Ihr dürft mir eine herrliche Bestie. So wild. Ich glaube, die meinen mich. So, warte, ich speichere mal eben ganz kurz. Wir holen uns gleich den Fisch. Seht, welch konzentrierte, ehrfürchtige Symmetrie. Ja, ist ganz cool. Ich habe immer schon davon geträumt. Aber wir haben momentan natürlich, wir haben es natürlich ein bisschen eilig. Die Sonne geht gerade unter. Der
goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Und noch eine. Und noch eine. Der Fabel nach der fünfte Fisch. Was? Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Da! Skandal! Das ist nicht erlaubt. Das geht nicht. Die heult. Was ist denn hier los? Er ist besoffen, glaube ich. So, wir tauchen mal ganz kurz unter. Da drüben, da ist doch was. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ich versuche mal hier mit den Hexersinnen irgendwas auszumachen. Das ist das Einzige, was ich sehe. Jawohl, das sieht gut aus. Was finden wir denn da? Toffee. Toffee gefällt mir auch ganz gut. Da oben ist noch irgendein Kraut. Naschwerk. Yeah. Ich hoffe, der Sauerstoff reicht noch ein bisschen. Da drüben ist auch noch was. Mal schauen, das kriegen wir schon alles irgendwie hin. So, was bist du denn? Naschwerk. Langsam wird es ein bisschen knapperig mit dem Sauerstoff. Ich hoffe, du bist das Richtige. Offenbar schon. Was? Was? Hey, warte. Halt, es ist wichtig. Aber offenbar wartet da jemand nicht. König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau, der das Stück gelingt. Die genau den rechten Tribut mir bringt. Der Schlüssel. Ein Schlüssel. Gut. Haben wir? Zwei Erfahrungspunkte. Ist nicht so viel. Verfluchter Trottel. Er hat das Spiel verdorben. Wie schimpflich. Guck mal, ich kann ja gar nicht lang gehen. Hallo? Jetzt geht's. Wohlhabender Städter. Ich wollte gerade mit ihm da oben reden, aber egal. So, wir tauchen nochmal ganz kurz unter, denn wir müssen in diese Richtung da. Aus irgendeinem Grund war hier gerade die Sauerstoffanzeige, obwohl ich gerade nicht wirklich unter Wasser bin. So. Das sieht einfach aus wie das Disney-Schloss. Ich warte noch die ganze Zeit, dass das Intro gleich losgeht. Was ist das denn da? Wahrscheinlich ein Blümchen, das wir pflücken können. So, warte. Gut, wir haben den Schlüssel, jetzt müssen wir nur noch irgendwo nach oben kommen. Vielleicht hier über die Straße, da scheint es nach oben zu gehen. Ich glaube, wir probieren das mal aus. Oder erstmal ganz kurz nochmal schauen, was da hinten noch ist. Wie heißt du nochmal? Gervon? Ich liebe es, wenn die Höflinge alle zusammen sind. So viele neue Gesichter. Okay, wird nur ein bisschen getanzt. Ich dachte, wir kriegen vielleicht noch ein Gespräch oder irgendwas anderes mit. So, dann gehen wir nach oben. Und wir sind hier links. Nee, doch nicht. Ich dachte, das hier links wäre das Ding, wo wir hin müssen. Hier ist, glaube ich, ist das der Aussichtspunkt? Ich weiß es gar nicht. Auch hier ist wieder irgendwas. Seht den furchtlosen Zampano von Belhaven. Ein Feuerschlucker? Wer hat ihn eingeladen? Er wurde von einem Drachenweibchen am Fuße des Quarzbergs gesäugt. Und Feuer kann ihm nichts anhaben. Geschmackloser Mumpitz. Komm, Liebling. Oh, die scheint zu gehen. Feuerschlucker sind offenbar nicht mehr so hoch im Kurs. Bei der Hochzeit kam die besser an. Herr Impresario? Nix. Feuerschlucker stören ist auch eine schlechte Idee. Ich bin wieder in den Zirkus. Ach, gräme dich nicht, großer Mann. Das sind doch Banausen. Oh. Oh, der Arme. Ja, Feuerschlucker sind offenbar wirklich nicht hoch im Kurs. Apropos hoch im Kurs, wir müssen nach oben. So, hier gehen die beiden. Dann liebe Herzogin Anna Henrietta. In der Tat. So. Wo mag denn hier das Einhorn sein? Wo müssen wir denn da hin? Ah, wir sind fast da. Gnädige Herrin,
Wir hatten nicht erwartet. Meine lieben Untertanen, schenkt mir euer Gehör. Sofort. Ich schenke und höre. So sprecht. Wie klatscht der nur? Hat ihr gerade den Dubstep erfunden? Ihr müsst euch verteilen und die Gegend durchkämmen. Und bringt mir das Ei des Phönix. Aber gnädige Herrin... Ich bitte ganz freundlich. Hopp, hopp. Tut mir den Gefallen. Ich erkläre es später. Könntest du dich um den Löffeldieb kümmern? Etwas unternehmen? Das hatte ich vor. Okay, sie hat alle zusammengerufen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, na gut. Ich wollte mal ganz kurz die Ansprache lauschen. Wie komme ich denn da vorne hin? Da ist das Einhorn. Naja, das Horn sieht wirklich sehr Vielleicht echt aus. Vielleicht geht es mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Zaubern. Schade. Ist aber auch kein echtes Einhorn. Wir haben es ja mal auf einem getrieben. Achso, können wir vielleicht... Art nicht unbedingt. Ist vielleicht hier, Axi. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal... Fast hätte ich es gehabt. Komm schon, bleib ruhig. Jetzt haben... wir haben es erwischt. Sehr gut. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hinweis vom Horn des Einhorns. Das geht ja wohl nicht mit rechten Dingen zu. Das ist himmelschreiender Betrug, jawohl. Meine Herren, wir müssen dem Schlingel rechtes Betragen beibringen. Was? Bitte was? Also, meine Herren, wir können doch mal verschwinden. Kämpfen wollt ihr bitte? Wir können doch über alles reden. Hört mal, ich habe keine Regeln gebrochen. Stimmt. Er hat nach den Regeln gewonnen. Wir hatten einfach Pech. Wir müssen den nächsten Hinweis erwischen. So ist's. Triff dich mit der Herzogin. Endlich sind sie fertig. Unwürdig. Was für ein unangemessenes Verhalten. Ein totaler Zusammenbruch der sozialen Normen. Ja, ja. So, ich glaube, wir müssen eh nicht so weit. Die Dame ist ja schon da oben. Na komm, du bist frei. Hier war er. Sehr gut, das ging relativ flott. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Das Ei in der Mitte und die Maus. Ein Hut für den Kopf. Was mag das bloß sein? Ja, wer das Preview von Witcher schon gesehen hat, die Preview von Witcher schon gesehen hat, hier auf dem Channel, der weiß natürlich, wir haben es natürlich locker gelöst. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab, Treib. Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt. Am Anfang, Treib und Haus. Treibhaus? Du bist ein Genie. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Dann wollen wir mal ab zum Treibhaus. Oh. Warte hier.
Es sieht schon sehr einladend aus. Hallo? Nein, nein. Er hat den Hasen getötet. Was zum Lappen? Was war das? Nun gut. Hauteville Beauclair. Hier irgendwo wird er sich verstecken. Ist er das Biest? Er mit den langen Nägeln? Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Eigentlich, wenn man es recht bedenkt. Ich töte keine Unschuldigen. Aber Mörder, gewiss. Ich bin bald fertig. Mir fehlt nur noch einer. Und du, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und wenn du fertig bist, ziehst du weiter und tötest anderswo? Nein. Ich beabsichtige zu leben. Bis an mein seliges Ende. Dann sollst du mich angreifen. So, bevor wir uns jetzt hier in den Tumult schlagen. Ja, das Biest von Beauclair, er ist also das Biest. Bevor wir uns in den Tumult schlagen, ganz kurz nochmal die Tränke. Ich würde sagen, Honigwabe ist ganz gut, aber vielleicht sollten wir hier, wenn er ein Vampir ist, sollten wir vielleicht vorher Bier trinken. Ich bin sicher, das wird ihm zeigen, wo der Hammer hängt. Nein, wir müssen natürlich hier hin, hier sind die Tränke. Schwarzes Blut. Das müsste G sein. Ich hoffe, das ist auf G. G wie Geralt. Nein, es ist nicht auf G. Scheiße, wo waren das nochmal? R und F. E und... Ne, D ist es nicht. Okay, lass mich mal ganz kurz gucken. Ich lasse dich nicht noch mehr tun. So, und die Frage ist natürlich, was nehmen wir denn? Nehmen wir Art, Axi? Ich würde fast sagen, wir nehmen... Scheint immer nicht so viel auszumachen. Igni vielleicht. Feuerschaden oder einfach, wo wir den Schutzschild machen.
solltest bleiben, wo du warst. Regenerieren! Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Ha. Ah. Nein, er ist mein Freund. Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär, mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. In der Tat, aber ganz ehrlich, ich hätte gerne Antworten auf die Nummer 3. Was bringt dich wieder her? Der Mörder, den ich jage, offenbar kennst du ihn. Ich glaube, beides endet im selben. Der örtliche Serienmörder hört also auf dich. Vielleicht kannst du ihm ja ins Gewissen reden, damit er aufhört. Was glaubst du, was ich hier mache? Es wird sicher nicht einfach. Detlef kann recht stur sein. Aber gewiss entsinnst du dich, dass ich auch nicht so schnell aufgebe. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran. Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens 3 andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht, oder um sich die Kehle zu netzen. Aber ich dachte, er soll animalischer sein. Wie kannst du sicher sein, seine Motive sind mir einerlei? Ich würde die Gründe schon gern wissen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendein vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Für einen Vampir schwitzt er ganz schön. Warum hat er das Monster erledigt? Das ist eine gute Frage. Warum hat er das einfach so erledigt? Und vor allen Dingen, warum erzählt er uns das? Wahrscheinlich nur, um zu zeigen, dass Detlef vielleicht nicht unbedingt grundlos tötet. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern.
Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Naja, die Morde sind auch nicht zufällig und wie man sieht, sind die ja auch motiviert. Die sind motiviert durch, sage ich mal, die Umkehrung der Tugenden. Das heißt, er hat schon einen Grund oder mehrere. Die Frage ist nur, was haben die Ritter getan, was ihn so aufgebracht hat? Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Wie in alten Tagen? Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Merlachaise-Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Boah, das würde ich auch gerne können. Das würde ich auch gerne können. Hexer! Wir kamen, so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug. Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Nun, wir sollen uns auf dem Friedhof treffen. Alte Freunde, Lacage au Fou. Detlef, oh, da guck ich mal ganz kurz. Jetzt bin ich ins beste Jahr umgegangen, ist nicht unbedingt ganz falsch, aber Charakter, lalalala, Glossar, Charaktere. Das wollen wir natürlich gucken. Anna Henriette können wir auch vorlesen. Wenn diese Welt je einen Herrscher gekannt hat, dem die absolute Bewunderung seiner Untertanen ohne systematische Unterdrückung oder grausame Henker sicher war, so war es die Regentin von Toussaint, Herzogin Anna Henriette. Von ihren Lieben wurde sie Anna Rietta genannt. Sie war die Witwe des vielbetrauerten Herzogs Raymond und die einzige Geliebte eines so hochberühmten wie begnadeten Künstlers, der es vorzieht, anonym zu bleiben. Vor einigen Jahren, als der Hexer mit einigen Freunden Toussaint besuchte, lernten er und Anna Henriette einander kennen. Als später das mysteriöse Biest seine Überfälle auf Höflingen begann, wusste die Herzogin, wen sie zur Hilfe rufen konnte. Auf der Suche nach dem Biest bewies die Herzogin, dass sie die Ketten der Konvention nach Bedarf abwerfen und sich gemeinsam mit dem Hexer die Hände schmutzig machen konnte, auch wenn sie dabei zu einer gewissen Maskerade greifen musste. Fand ich auch sehr cool. Oberon? Thénardier? Was? Ja, weiß ich gar nicht mehr. Kommt vielleicht noch. Hier haben wir den Detlef.
Detlaf van der Eretein. Miltons Mörder erwies sich als äußerst flink. Trotz jahrelanger Hexererfahrung war Geralt kaum in der Lage, mit ihm mitzuhalten. Schnell bemerkte Geralt, dass der Mörder ebenso schlau wie flink war, als er ein altes Lagerhaus betrat, wo ihm der Mörder in eine Falle stellte. So sah sich Geralt zum ersten Mal dem Biest von Beauclair von Angesicht zu Angesicht gegenüber und stellte fest, dass es sich um einen höheren Vampir namens Detlaf handelte. Sofort entbrannte ein Kampf, der für den Hexer hätte sehr schlimm enden können, wäre er nicht gerade noch rechtzeitig von seinem alten Freund Regis gerettet worden, der dem Kampf ein Ende setzte. Danach floh Detlaf als Nebelwölkchen. Also, sind wir mal ganz ehrlich, wir haben das schon ganz gut gelöst, also selber schon ganz gut gelöst. Und hier haben wir den Emil Regis. So, Geralt verfolgte Ritter Miltons Mörder mit wilder Entschlossenheit. Diese Jagd endete damit, dass Geralt einem sehr gefährlichen Feind gegenüberstand. Der Mörder führte Geralt zu einem alten Lagerhaus, wo er ihn in eine Falle lockte. Ein bitterer Kampf entbrannte, bei dem Geralt im entscheidenden Moment von Regis gerettet wurde, einem höheren Vampir und einem alten Freund. Hier sollte ich erklären, dass Regis vor Jahren zu Geralts Mitreisenden zählte, ich gehörte ebenfalls dazu, mit uns gemeinsam aufbrach und nach Ciri suchte. Gemeinsam bestanden wir viele faszinierende Abenteuer, bitte kauft die Bücher, und Regis erwies sich als loyaler Freund, dem man sein Leben anvertrauen kann. Traurigerweise endete diese Expedition für Regis auf tragische Weise. Er wurde von Vilgefortz getötet und von ihm blieb nur noch ein nasser Fleck übrig. Deshalb war der Hexer äußerst erstaunt, seinen alten Freund wiederzusehen. Schließlich war Regis damals vor seinen Augen gestorben. Aber schließlich war dies nicht Regis letzter Tod und auch nicht sein erster gewesen. Als junger Mann war Regis ein Freigeist gewesen, hatte dem zügellosen Bluttrinken gefrönt. Sein Lebensstil führte dazu, dass er von verärgerten Dorfbewohnern abgeschlachtet wurde. Er brauchte 50 Jahre, um sich davon zu erholen, was für einen Unsterblichen jedoch so gut wie keine Zeit ist. Als er sich vollständig erholt hatte, hörte er für immer mit dem Bluttrinken auf. Jahrelang hatten wir gedacht, er wäre für immer von uns gegangen, doch nun stand er im Lagerhaus am Hafen vor Geralt. Regis erklärte, dass er sich wieder erholt hätte und nach Toussaint gekommen war, um Detlaf einen Freund zu suchen. Das waren die dramatischen Umstände, die Regis und Geralt in Beauclair erneut zusammenführten. Sie konnten ihr Wiedersehen jedoch nicht lange genießen, denn sie hörten, wie sich weitere Personen näherten. Da Regis ein Zusammentreffen mit aufgebrachten Menschen vermeiden wollte, verabredeten sie sich zu einem Treffen auf dem Friedhof, wo sich Regis vorübergehend häuslich niedergelassen hatte. Das ist ja ein Traum. So. Okay, ich sollte hier, hier ist ja nur Müll. Ich nehme an, mit Hexersinn können wir hier nicht mehr viel machen, ne? Ich meine, wir wissen ja, was vorgefallen ist. Insofern, ich gehe trotzdem nur mal ganz kurz gucken. Huch. Nur mal aus Prinzip. Ist ja eine Kiste, guck mal, das kann man ja brauchen. So. Theoretisch könnten wir auch da nach oben, aber ob sich da was lohnt, das ist natürlich die Frage. Da geht's nach oben. Da kommen wir höchstens raus. Da ist so eine Truhe. Okay, weißt du was? Das machen wir eben nochmal schnell. Wenn wir schon mal hier sind, dann können wir mal ganz kurz gucken. So, aufnehmen. Wächterhandschuhe in Toussaint-Farben. Das ist natürlich schön. Die kann man vielleicht brauchen. Und was haben wir da? Ein Liebesbrief. Oh, den haben wir fast übersehen. Geliebte Clara, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dass das Lagerhaus geschlossen wurde. Es ist so gut zu wissen, dass uns niemand im Wege steht, wenn wir uns sehen und in die Arme schließen wollen. Weder mein Vater noch deine Mutter. Ihnen wird nie der Gedanke kommen, dass wir uns in diesem geschlossenen Lagerhaus treffen. Ich muss schon beim Gedanken lachen, dass sie wie zuvor über die Dächer klettern oder die Binsen entlang des Flusses durchstöbern. Selbst jetzt, da ich diese Zeilen schreibe, habe ich große Sehnsucht nach dir. Hoffentlich wird es wie gestern sein. Ich kann nur für dich sprechen, sondern... Was? Ich kann nicht für dich sprechen, sondern nur für mich. Aber ich wünschte mir, dass wir das Lagerhaus, unser Märchenland, niemals verlassen müssen. In Sehnsucht, dein Albert. Ich hoffe, die sind nicht tot. Wie schön, einfach dieses kleine Gimmick hier oben zu finden. Mag ich irgendwie. So, hier kommen wir... Hier kämen wir raus, wenn wir es denn wollten. Aber ganz ehrlich, jetzt haben wir dieses Gimmick gefunden. Jetzt will ich natürlich noch mehr. So. Hier mal die Abkürzung. Können wir hier noch irgendwo hochklettern? Ich meine... Wie soll man denn da sonst hochkommen? Da gibt es aber offenbar keine Leiter. Vielleicht hier drüben auch nicht. Da käme man eventuell hoch, aber man müsste von draußen... Das heißt, man müsste von da irgendwie rüberspringen, aber ich glaube nicht, dass einem das gelingt. Das glaube ich nicht. Achso. So. Wo ist denn... Wo ist denn die Tür? Achso. So, schön wäre es, wenn wir da hinkämen. Ja, da können wir auf keinen Fall rüberspringen.
rüberspringen? Da oben rüber vielleicht? Ich guck mal ganz kurz und dann geht's... Nee, das geht nirgendwo hin. Ich dachte, vielleicht können wir hier ein bisschen klettern. So, das war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr aufregend. Und ein alter Freund ist auch wieder da. Jetzt bin ich immer nur am Überlegen. Mache ich direkt die Hauptquest in einem durch? Natürlich, ich tue mich da so schwer mit. Schaue ich mich erstmal ein bisschen um? Will ich weiter andere Quests, so Nebenquests machen? Ehrlich gesagt, ich würde mich gerne ein bisschen umschauen. Einfach nur, weil es hier so unfassbar schön ist. Und weil ich beim Trivia aufnehmen nicht so viel Zeit hatte, mich umzuschauen. Also schon viel, aber nicht genug. So. Ich höre Stadtgeräusche. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Aha, weiß sie das auch mit Stock und Peitsche? Was ist denn hier los? Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Und das um diese Zeit? Wir sollten ja einen Brief erwarten. Und offenbar sind wir nicht die Einzigen, die was erwarten. Hier. Hier. Danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Wer weiß, das wird der Brief bestimmt offenbaren. Liebste. Ich vermute, dass dich wichtige Angelegenheiten und nicht das Weinfest nach Toussaint geführt haben. Vielleicht hast du trotzdem Zeit, einer gewissen Sache auf den Grund zu gehen. Immer. Ich bin neulich zufällig auf eine Erwähnung von Professor Moreau gestoßen, einem Gelehrten in Beauclair, der Hexermutationen erforscht hat. Obwohl die Informationen über den Ort, an dem sich sein Labor befindet, ziemlich ungenau sind, sollte sein Tagebuch mehr Informationen enthalten. Es liegt mit ihm begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Folianten gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Ich hatte das Gefühl, dass dich diese Sache interessieren wird. Deshalb habe ich den Brief unverzüglich abgeschickt. Wie du dich auch immer entscheidest, pass bitte auf dich auf. Deine Yen. Ach, ich wünschte, du wärst hier. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Was ich sagen wollte war, ich wünschte, du wärst hier, liebste Yen, denn ich liebe dich. Und in der nächsten Folge schauen wir uns diese Transformation natürlich mal genauer an. Brief über Yennefer. So, ich glaube, das haben wir gerade schon gelesen. Das muss ich nicht nochmal vorlesen. Meine Stimme ist nicht ganz so schön. Guck mal im Hintergrund, Disney. So, in der nächsten Folge suchen wir auf dem Stadtfriedhof. Da müssen wir offenbar sowieso hin, nach Moreaus Grab. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Wolves are sleeping amidst the trees. That's all asleep.